Die Villacher Adler empfangen die Haie aus Innsbruck und dieses Duell ein sehr prestigeträchtiges, denn die Villacher haben im November noch kein Heimgegentor kassiert. Auf der anderen Seite Christa Olsen und die Haie aus Innsbruck, die haben gegen Villach diese Saison schon zweimal gewinnen können. Greg Holst mit kritischem Blick in den ersten 10 Minuten, doch die erste wirklich große Torchance in der 10. Spielminute, die gehört auch den Villachern im Powerplay. Wir haben das drittstärkste Powerplay der Liga gegen die 9-schwächste Unterzahlformation. Und das machen die Villacher ganz geschickt. Miha Verlic, drittes Saisontor, 1:0 für die Adler. Der Assist von Rick Schofield, Andy Kyoto im Tor. Der Haie aus kurzer Distanz natürlich chancenlos. Eine Minute später ist es Tyler Spurgeon auf Seite der Haie. Mit der ersten torgefährlichen Möglichkeit. Jean-Philippe Lamoureux verschätzt sich hier hinter dem Tor und Spurgeon mit dem versuchten Bauerntrick kann hier die Scheibe nicht unterbringen. Das war das erste Drittel. Kein highlightreiches Spiel in den ersten 20 Minuten. Doch wir blicken in das zweite Drittel. 6 Minuten gespielt. Da ist es Dustin Jonah von der Seite mit einem ansatzlosen Schuss und Andy Kyoto packt zu. In derselben Minute ist es erneut Miha Verlic, der im Mittelpunkt des Spiels rückt. An der Bande die Scheibe behauptet. Kurzer Doppelpass mit Matt Kelly und das ist das 2:0. So einfach kann Eishockey sein. Saisontor Nummer 4. Nichts zu halten für Andy Kyoto. Die 30. Spielminute und Miha Verlic, der Aktivposten auf Seite der Adler, auf Seite der Haie ist es allerdings Tyler Spurgeon. Hier schön in Szene gesetzt von Hunter Bishop. Kann hier aber nur den Pfosten treffen. Wunderschöne Zeitlupeneinstellung. Auch nochmal vergrößert. Eindeutiger Pfostentreffer. Das war's auch mit den zweiten 20 Minuten. Greg Holst hat eigentlich gut lachen. Seine Adler führen mit 2:0. Die 46. Spielminute. Angriff der Villacher. Doch das schnelle Regroup der Haie. Hier sehen wir der abgefälschte Pass. Und die Scheibe, die landet bei Nick Ross. Der kann zumindest den Anschlusstreffer erzielen. Stefan Bacher fälscht hier den Pass unhaltbar ab. Die landet bei Ross direkt im Slot. Und der macht zumindest das 1:2. Die 46. Spielminute läuft erneut. Doch jetzt sind es die Adler mit dem Schuss und da muss Andy Kyoto nachpacken. Das war Rick Schofield. Die Innsbrucker in letzter Instanz mit dem Empty Net und nochmal alles nach vorne. Die Villacher stehen hier besonders eng im eigenen Drittel, machen es den Haien natürlich schwer, noch einmal erfolgreich zu sein. Hier sehen wir es. Regroup, die Scheibe kommt über Umwege zu Jeff Ulmer und den kann man dann schon mal machen. Als Legionär in der Erste Bank Eishockey-Liga, vor allem in so einer Situation. Das war's aber von diesem Spiel. Die Adler gewinnen gegen die Haie mit 2:1. Und die letzten Worte, die hat Christa Olsen. Wir hatten heute gespielt gegen einen guten Gegner, aber unsere Mannschaft hat gut gekämpft. Ich glaube, in den letzten 3 Spielen, wir haben Chancen zu machen, Punkte, aber momentan ist eine ganz schwere Zeit für unsere Mannschaft, aber die Mannschaft spielt mit Hochcharakter heute. Innsbruck hat sehr gute Spieler. Sie spielen meistens mit 3 Linien, so das bedeutet, sie haben immer sehr gute Leute am Eis. Sie haben gegen Villach die letzten 3 Mal gewonnen, so wir haben schon gewusst, dass es wird nicht einfach. Wir haben einen Weg gefunden zum Schluss, dieses Spiel zu gewinnen, was sehr wichtig ist für uns. Wir haben ein paar Fehler gemacht, aber an das muss man arbeiten und lernen.